Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich bin mit mir ins Räume gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Himmler als die Lübe. Was ist los? Woher kommt die Schießerei? Das Leben vergibt keine Schwäche. Dann suchen Sie ihn! Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Krebs, was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Die Russen sind rundherum bis auf einige hundert Meter herangekommen. Für den Moment haben wir sie zum Stehen gebracht. Thank you.
Aufbrechen.
Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Come on.
Himmler kollaborierte es dann verrückt. Begeben Sie sich zu Dönitz. Helfen Sie ihm, alles zu organisieren. Krebs. Was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Musik
5 Kilometer vom Stadtkern. Der Angriff steigert mein Befehl! Da ist das denn wahnsinnig geworden.
Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Ist der Russe schon so nah? Entsuchen Sie den! Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Dann soll die Armee kehrt machen! Verräter! Ich glaube! Wie bitte? Unsinn! Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. In einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einheit zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.